Jessie J und Price Tag hier bei der neuen Antenne, der Freitagnachmittag. Ja, und nicht nur in München heißt es jetzt wieder Ortzapft ist. Ja, und natürlich, klar, die Mutter aller Oktoberfeste lockt mal wieder Millionen Besucher aus aller Welt in die bayerische Hauptstadt. Aber es wird ja nicht mehr längst nur auf der Theresienwiese gefeiert. Überall gibt es mittlerweile Partys und dieser Art, denn Oktoberfeste sind absoluter Kult. Wie auch zum Beispiel bei uns in der Region in Finningen wird ja am Wochenende auch gefeiert. Und besonders wichtig, klar, der perfekte Wiesenlook gehört natürlich dazu. Also Haare, Dirndl, Lederhose, nichts wird da dem Zufall überlassen. Und weil ja auch bei uns in der Region jetzt ein paar Oktoberfeste anstehen, holen wir uns jetzt noch schnell vom Wochenende Profi-Tipps ohne Ende, wie wir top gestylt durch die Oktoberfest-Saison 2019 kommen. Und zwar von Styling-Experte Jens Engelhardt. Herr Engelhardt, bei so einer Mordsgaudi wie beim Oktoberfest, ne, da brauchen ja Hochsteckfrisuren und Co. absolut sicheren Halt, dass da wirklich den ganzen Abend nichts verrutscht. Ja, wie kriege ich das denn hin? Zopf- und Flechtfrisuren halten ja per se schon gut, weil sie geflochten sind. Ein wenig Haarspray und Wachs hält die Flyaways, also die fliegenden Haare, im Zaum. Und Blumen am besten mit Haarnadeln im Haar befestigen. Und zwar direkt durch die Blüte feststecken im Haar. Alles klar. Aber vielleicht so die extra Portion Haarspray dann aufnehmen. Sicher ist sicher. Jetzt aber mal zurück zum Outfit. Keine Wiesen ohne Dirndl. Ja, Herr Engel hat aber jetzt die große Frage. Können Sie uns dann nochmal erklären, wo denn jetzt wie welche Schleife wohin gehört? Ganz nach dem Motto Schleife links, Glück bringt's. Heißt vorne links gebunden für Singles. Vorne rechts gebunden hingegen für Verliebte, Verlobte oder Verheiratete. Die Trägerin ist also schon vergeben. Vorne in der Mitte gebunden ist für Jungfrauen, Kinder und junge Mädchen. Und hinten gebunden für verwitwete Frauen, aber auch für Kellnerinnen, weil die Schleife hinten gebunden einfach am wenigsten bei ihrer Arbeit behindert. Also liebe Männer, Augen auf beim Oktoberfest. Nicht, dass da die falsche Schleife angeredet wird. Aber klar, auch bei den Männern wird selbstverständlich richtig fesch aufgefahren bei einem Oktoberfest. Welche modischen Fauxpas sollten die sich denn in diesem Jahr vielleicht besser nicht leisten? Ungepflegte Haare gehen gar nicht. Wer sich schick macht fürs Fest, dann aber seine sprichwörtliche Krone vernachlässigt, zeigt keinen Stil. Deshalb gilt, mach dir die Haare schön. Mit Wachs bleibt dein Haar geschmeidig und formbar, hält aber die ganze Nacht hindurch. Und dann klappt's auch besser mit den linken Schleifchen-Mädels auf alle Fälle. Aber mit den Tipps kann ja beim nächsten Oktoberfestbesuch absolut nichts mehr schief gehen. Wie gesagt, bei uns in der Region steigen ja auch die ein oder andere Gaudi jetzt. Ja, in diesem Sinne sagen wir doch einfach, a prosit!